der Tafel hängen neue Beweise. Im Fokus der heutigen Gotham Minute steht eine prominente, oft kontroverse Person. Oswald Cobblepot. Denken Sie daran, was in Blackgate passiert ist, Master Tim? Wir hätten wissen müssen, dass Harley etwas vorhat. Jetzt wird sie ihr Ding durchziehen. Sie hat weder Nachrichten noch Karten hinterlassen. Haben Sie Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Noch nicht, aber sie hat schon mal mit den Freaks zusammengearbeitet. Ob die was wissen? Ein guter Ausgangspunkt. Profile von richtig antisozialen Gefangenen erstellt. Gut. Irgendwas geht ab in Blackgate. Fragen wir die Direktoren. Finden wir es raus. Nein, die Einträge sind Jahrhunderte alt. Die Direktorin ist neu. Die weiß bestimmt nichts. Wie konnte ich das übersehen? Ach ja, Harleys dummes System ist völlig unsinnig. Babs. Hey Babs, was hast du rausgefunden? Sie alle sind auf Berufung raus. Das hat Harley rausgefunden. Und jedes Mal wurden wichtige Zeugen ermordet. Hier. Alle wurden mit Messern aufgehängt. Genau wie Langstrom. Bruce hat was gewittert. Oh? Ich glaube, ich habe hier was. Oswald Cobblepot, der Pinguin. Er ist wie alle hier drin. Außer, dass er seine Zeit bei jeder Verhaftung abgesessen hat. Jemand muss ihn im Regen stehen gelassen haben. Vielleicht redet er mit uns. Er führt jetzt die Iceberg Lounge. Sagt, er sei sauber. Der verkauft sicher mehr als nur Alkohol in seiner Bar. Keine Ahnung. Batman wollte nie mit mir hin. Wenn du einen falschen Ausweis willst, musst du einfach nur fragen. Oswald ist gefährlich. Und außerdem ist Harley noch da draußen. Wir müssen aufpassen. Chill mal, Dick. Wir packen das. Ich habe einen dringenden Anruf von Star Labs abgefangen. Scheint keine der üblichen nächtlichen Störungen zu sein. Die machen da ziemlich gefährliche Sachen. Ich fahr hin und schau's mir an. Batman würde einen anderen Weg finden. Robin sollte das also auch. Er meint, das ist damit ein Leben. Sprecher habe ich hier noch nicht gesehen.
hat die Flip. Da ist definitiv was faul. Ich vermisse die spannenden Zeiten. Ist schon gut. Er ist ein Eindringling! Verfolgt ihn! Reitet ihn auf! Hier von morgen der Schädel! Ach komm! Du hättest mich nicht unterschätzen sollen! Ich muss kreativ werden. Die Tür ist aus Sandelholz, handgemacht. Die Reparatur wird schweineteuer. Sorry, Türen sind schwierig. Aber jetzt bin ich hier. Lächeln? Ein virales Video, wie du einen gebesserten Bürger angreifst, wäre auch gerade nicht so schön. Na dann, lass mal hören. Warum hast du eingesessen, deine Freunde dagegen nicht? Magst du den Knast so sehr? Bist ja gut informiert. Ich will wissen, wer die Freifahrtscheine aus dem Knast verteilt. Wenn du in dieses Kaninchen noch willst, gibt es kein Zurück mehr. Das solltest du wissen. Das macht mir nichts aus. Ich sag's mal ganz deutlich. Ohne Batman bist du Zeitverschwendung. Hau ab! Glockenturm? Kein Glück mit Pinguin. Er redet einfach nicht mit uns. Dann kommen Sie zum Glockenturm zurück und wir überlegen weiter. In Ordnung. Bis gleich. Seltsam.
Die Beweistafel wurde aktualisiert. Pinguin wollte nicht mit mir reden. Ich werde immer noch wie ein Handlanger behandelt. Es mag überraschen, aber Batman stand zu Beginn seiner Karriere vor ähnlichen Herausforderungen. Darum konzentrierte er seine Energie zunächst auf andere Bereiche der Stadt. Als sich seine Arbeit herumsprach, wurden die Leute zunehmend kooperativer. Die Stadt? Wir waren so auf Batmans letzten Fall fixiert, dass wir Gotham nicht beachtet haben. Gotham weiß nicht, dass Batman weg ist, aber es spürt seine Abwesenheit. Es gab einen starken Anstieg der Bandenkriminalität. Zusammen mit dem, was Pinguin wirklich vorhat. Wenn wir uns in seine Geschäfte und die einiger anderer einmischen, ist er vielleicht gesprächiger. Außerdem gibt es Nachrichten von Lucius Fox und Detective Montoya. Sie können vielleicht helfen. Danke, Alfred. Diese Fledermaus breitet endlich die Flügel aus. Sie wird noch weit fliegen, Master Tim. Ganz gewiss. Partie mit dem Geist, Alfred? Könnte man sagen. Ich beende mein letztes Spiel mit Bruce. Ich konnte das Brett nicht aus dem Manor retten, nur unsere Notizen. Wir haben jeden Zug notiert, damit wir das Spiel fortsetzen konnten, falls einer von uns ausfiel. Gewinnst du? Ich sehe nicht, wie Bruce dieses Spiel verlieren könnte. Bruce ist tot. Er gewinnt dein Spiel, aber ohne ihn sind wir verloren. Das möchte ich bezweifeln. Was, dass er tot ist? Nein, dass wir verlieren. Bruce' Rolle war wichtig. Aber er sah sich nie als die einzige Figur im Spiel. Fragt man sich, ob die Verwaltung der Anstalt noch die Kontrolle hat. Quellen haben bestätigt, dass Wärter und selbst Führungskräfte in Blackgate regelmäßig Verstöße innerhalb der Gefängnismauern ignorieren. Ein Wärter, der anonym mit GCN gesprochen hat, würde es bevorzugen, dass die Gefangenen einander gefährden, statt die Wachen. Laut Beobachter... Eine verschlüsselte Nachricht von Fox Tekka. Hi, hier Lucius. Tut mir leid, dass ich mich nach der Beerdigung nicht gemeldet und keine Blumen geschickt habe. Wenn du irgendwann in der Nähe bist, komm bei mir vorbei. Ich möchte dir gerne persönlich welche geben. Lucius Fox will uns Blumen geben? Kennt er keinen Lieferservice? Wie ich Lucius kenne, hat er vermutlich etwas viel Nützlicheres für uns. Wenn Sie Fox Tekka erreichen, gehen Sie direkt aufs Dach.